die etwas andere Weihnachtspredigt. Aber keine Sorge, ich spreche schon über Weihnachten. Also im Internet müssen wir das ein bisschen anders nennen, Paul, wenn wir das veröffentlichen, der Kern der Weihnachtsbotschaft, okay? Also können wir das so nennen. Gut, ja, zum Glück haben ja die Kiddies gerade die Weihnachtsgeschichte erzählt. Dann brauche ich das jetzt nicht auch noch machen. Und denn das ist ja immer die große Frage, was predigt man eigentlich zu Weihnachten? Also das Thema ist klar, ne? Irgendwann geht es um dieses, also das Kind in der Krippe, das muss irgendwann mal vorkommen. Aber drumherum, was erzählt man darüber hinaus, was erzählt man noch so? Und dann war es so, dass ich diese Tage einen Film gesehen habe. Der heißt Bo und der Weihnachtsstern, Kinderfilm, sehr empfehlenswert. Können wir mal angucken mit der Familie. Wunderschöner Film, der erzählt die ganze Weihnachtsgeschichte aus der Sicht eines störrischen Esels. Also der heißt Bo, ja uns nicht unähnlich, ne? Der störrische Esel meine ich. Und genau, und der erlebt also diese ganze Sache mit dem Weihnachten und mit dem Stern, Bo und der Weihnachtsstern. Und als der Film zu Ende war, da bekam ich die Erleuchtung. Da wusste ich, da ist mir der Stern aufgegangen. Und dann wusste ich, worüber ich also predigen werde. In der Weihnachtsgeschichte, die Kiddies erzählt haben, und auch in dem Film, da gibt es ja die Szene, wo der Hirte, der Engel, den Hirten erscheint. Ich weiß nicht, ob es so gewesen ist, wie auf diesem Bild, so eindrucksvoll, aber Spot geht an, ne? Licht geht an und der Engel oder die Engel, sind ja mehrere gewesen, erscheinen. Und der Engel sagt dann zu den Hirten, fürchtet euch nicht. So, das ist das Erste, worüber ich gestolpert bin. Denn Hirten sind furchtlose Leute. Also, wenn sich dort ein Rudel von Wölfen den Schafen entgegenstellt, dann kommen auch die Hirten und stehen den Wölfen entgegen. Die fürchten sich nicht. Die Hirten fürchten sich eigentlich nicht. Und wenn hier eine Szene ist, wo gesagt wird, fürchtet euch nicht, dann muss das etwas sehr, sehr Eindrucksvolles gewesen sein. Etwas, was die Hirten wirklich erschreckt hat. Und das sagt mir, dass eine Begegnung mit Gott etwas ganz Besonderes ist. Wer wirklich Gott begegnet, das ist etwas, was sogar Leben verändert. Das Leben von Menschen wird verändert, wenn Gott in unser Leben kommt. Und ist doch so weit weg von dieser ganzen Religiosität, die häufig gelebt wird. Also, es ist eine gewaltige Begegnung gewesen. Fürchtet euch nicht, sprach der Engel. Und das Zweite, was er gesagt hat, heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist Christus der Herr. Und auch darüber bin ich gestolpert, regelmäßig. Der Retter. Von was bitte rettet uns Jesus? Habe ich die Kinder immer gefragt in der Kinderstunde. Von was rettet uns Jesus eigentlich? Ich meine, wir sind doch nicht groß in Gefahr, oder? Also niemand von uns muss überlegen, muss ich etwas oder kann ich etwas essen zu Weihnachten? Sondern wir überlegen eher, was essen wir? Aber unser Kühlschrank ist gefüllt. Wir sind abgesichert und hier der kleine Bach, der hier fließt am Schloss in Ahrensburg, wird wahrscheinlich unser schönes Ahrensburg nicht wegschwemmen. Es wird wahrscheinlich stehen bleiben. Also selbst eine Naturkatastrophe steht uns nicht unmittelbar bevor. Und so ist die Frage, von was rettet uns eigentlich der lebendige Gott? Von was rettet uns Jesus?
Und dann haben die Kinder wie aus einem Mund immer gesagt, na, er rettet uns von der Sünde. Okay, Kinder verstehen das, für Erwachsene ist das ein Fremdwort, muss man erklären, Sünde. Man kann auch sagen, Gottesferne, dass wir fern sind von Gott. Und das sind wir seit Adam und Eva. Seit Adam und Eva sind wir von Gott getrennt. Wann war das? Die einen sagen ungefähr so 3700 vor Christus. Andere ist das zu früh und die sagen dann nein, das ist Millionen von Jahren her. Und die Menschen, das waren auch nicht die Menschen, die es heute gibt, sondern irgendwie eine Vorform, Frühform, unterentwickelt, was weiß auch ich. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, es ist also angeblich Millionen von Jahren her. Klingt ein bisschen unglaubwürdig. Okay, wie auch immer. Wir sind getrennt von Gott. Wir merken, dass wir selber kommen nicht selbst auf die Idee, Gott zu begegnen, sondern wir brauchen eine Offenbarung. Das ganze Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Es ist uns von Gott her alles offenbart worden, all das, was wir brauchen. Nicht der Mensch hat sich etwas ausgedacht, sondern Gott hat als erstes zu den Menschen gesprochen. Wir merken, dass wir von Gott getrennt sind, weil der Unglaube auch in dieser Welt so groß ist. Und auch in uns sind ja häufig viele, viele Zweifel über Gottes Wege. Gibt es diesen Gott überhaupt? Ist er überhaupt das der Gott der Bibel? Gibt es einen anderen Gott? Gibt es mehrere Götter? Und so weiter. Wir sind getrennt von Gott. Und Gott war es, der die Beziehung zum Menschen wiederherstellen wollte. Und dann hat er sich überlegt, wie mache ich das? Und so war einer seiner der Sachen, wie er sie wiederherstellt, dass er ein ganzes Volk gerufen hat. Er hat ein ganzes Volk aus der Sklaverei rausgerufen, aus Ägypten, und hat gesagt, lebt nach meinem Gesetzen. Lebt so, wie ich mir das vorstelle, so wie ich mir Menschsein vorstelle. Lebt es vor allem in einer Beziehung zu mir. Und er gab ihnen sein gutes Gesetz und er gab ihnen seine guten Gebote, aber sie lebten nicht danach. Sie verstießen gegen das Ganze. Denn Gott hat ihnen gesagt, ihr sollt nicht so sein wie alle anderen Völker. Ihr seid ein Vorbild für alle anderen Völker, aber lebt nach meinem Gesetz. Lebt nach meinen Geboten. Aber das wollten sie nicht. Sie wollten sein wie alle anderen. Und weil sie das so wollten, sind sie abgefallen von Gott, haben anderen Göttern gedient. Sie haben letztendlich völlig versagt. Und dann hat sich Gott etwas Neues ausgedacht. Dann sandte er einen Propheten namens Hesekiel. Und der hat folgende Prophetie gesprochen. Im Namen Gottes. Ich gebe euch ein neues Herz. Und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Wie geht das? Wie bekommen wir denn dieses neue Herz? So, und an dieser Stelle müsste jetzt eigentlich eine ganz lange Predigt folgen. Mit ganz vielen Bibelstellen, Erklärungen und so weiter. Aber dann kommen wir irgendwie alle zu spät zum Weihnachtsessen und zur Bescherung und so weiter und so weiter. Und deswegen folgt jetzt einfach die Kurzform. Wie bekommen wir ein neues Herz? Zunächst einmal, das Entscheidende ist bereits geschehen. Das haben wir auch gesehen am Ende dieses Weihnachtsfilms, den wir gerade gesehen haben. Jesus am Kreuz. Es ist der Erwachsene Jesus. Nicht das kleine Kind da in der Krippe, sondern der erwachsene Jesus am Kreuz, der hat uns gerettet. Durch sein Blut, als er in den Riss getreten ist zwischen Gott und den Menschen und alle unsere Schuld, auch den Unglauben, auf sich genommen hat und für uns letztendlich gestorben ist an unserer Stelle, dass wir es nicht mehr müssen. Und die Beziehung letztendlich zu Gott wieder hergestellt worden ist. Er ist gestorben und dann ist er auch auferstanden, er lebt und man kann ihm begegnen. Man kann Jesus begegnen. Man kann auch mit ihm reden.
Jesus lebt und er ist ganz real erlebbar. Und deswegen, so habe ich es dann den Kindern immer erklärt, ist Ostern wichtiger als Weihnachten. Und dann gab es anschließend immer in jedem Fall eine theologische Diskussion. Nein, und also Weihnachten, einmal ist es ja viel schöner, ne? Weihnachtsbaum und Weihnachtsgeschenke, und zum anderen, man muss doch erstmal geboren werden, um zu sterben. Also ist doch Weihnachten viel wichtiger. Das Kind ist doch viel, viel wichtiger. Naja, und die Geschenke vielleicht auch, keine Ahnung. Bei uns war es so, unsere Eltern haben das hervorragend gelöst. Bei uns gab es Weihnachtengeschenke, aber es gab auch Osterngeschenke. Alles klar. Also das Entscheidende fand letztendlich am Kreuz statt. Hier war das Ende aller Gottesferne, weil Jesus die Schuld der Menschen auf sich genommen hat. Ja, und wie bekomme ich nun dieses neue Herz? Nicht automatisch. Ich bekomme das nicht übergestülpt, sondern ich muss es persönlich für mich in Anspruch nehmen, das, was Jesus da gemacht hat. Jeder Einzelne entscheidet sich selbst. Das kriegen wir nicht einfach übergestülpt jetzt hier. Das Erste, was uns nun angeht, Jesus liebt dich. Ja, das ist das absolut Wichtigste an der ganzen Geschichte mit dem neuen Herzen. Bevor wir irgendwas machen, ist es ganz wichtig zu wissen, Jesus liebt dich und liebt jeden Menschen, aber er liebt auch dich ganz besonders. Er liebt dich und er versteht dich. Und deswegen rede mit Gott, rede mit ihm, rede mit Gott. Sprich mit ihm, such ihn. Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Das Ding ist nur, wir suchen häufig Jesus oder wir suchen häufig Gott, wenn uns die Probleme über unserem Kopf bereits hinausgewachsen sind. Dann fangen wir an, Gott zu suchen. Eher nicht. Wir sind wie so wie der stochische Esel namens Bo. Erst wenn uns alle Probleme über den Kopf wachsen, dann fangen wir an, Gott zu suchen. Es gibt Leute hier in diesem Land, die sagen, Gott möchte ganz neu dieses Land berühren, unser deutsches Land, durch seinen Heiligen Geist und möchte, dass Menschen zu sich rufen. Und ich gehöre dazu, ich gehöre mit einer von den Leuten, die das sagen, ja, Gott will uns berühren. Aber dann ist es auch so, dass man sagen muss, dass Folgendes zu befürchten ist, dass wir aus den Krisen nicht mehr rauskommen, dass die ganzen Probleme immer weiter wachsen. Und eher fragen wir einfach nicht nach Gott. Erst wenn wir alle Sicherheiten verlieren, erst wenn die Probleme wirklich über uns hinauswachsen, dann erst fangen wir wirklich an, Gott zu suchen. Und darum ist zu befürchten, dass auch die nächsten Jahre die Probleme nicht aufhören werden. Aber Gott will, wie gesagt, unser Land erreichen. Das Zweite sagt die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir sind getrennt von Gott durch die Sünde. Ich bin ein Sünder. Jesus sagt, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die eigentliche Sünde, der Unglaube. Dann ist immer die Frage, ne? Was ist eigentlich Sünde? Also in der Bibel stehen ganz, ganz viele Dinge aufgezählt, was alles falsch ist, aber letztendlich weiß doch jeder Mensch das selber, was falsch und was richtig ist. Wir haben auch ein Gewissen, das ebenfalls zu uns redet, das Gott in uns hineingelegt hat. Also, bekenne deine Schuld, jeder seine eigenen. Selbstgerechte Menschen können nichts bekennen. Wer sich selber für einen guten Menschen hält und wer an dieses Märchen glaubt vom guten Menschen, der kann keine Schuld erkennen. Und wer keine Schuld bei sich erkennt, der bekennt auch keine Schuld. Und dann erhält er auch keine Vergebung.
Aber Jesus möchte dir vergeben. Bitte Jesus dann in dein Leben einzukehren. Vertraue diesem Gott, nachdem du ihm bekannt hast deine Sünden. Bitte Jesus in dein Leben einzukehren. Vertraue ihm. Glaube ihm vom ganzen Herzen. Wer sich Gott anvertraut, der wird ein Kind Gottes, der gewinnt seine Freundschaft. Und er lässt niemanden im Stich, glaub mir, er lässt auch dich nicht im Stich. Wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich finden und tut uns als Menschen Gutes und führt uns auch den richtigen Weg in unserem Leben. Er lässt uns nicht alleine. Und dann danke ihm. Danken. Etwas ganz Wichtiges. Wofür danken? Nun, Jesus hat da am Kreuz einen ganz, ganz hohen Preis bezahlt. Er hat wirklich die Schuld der gesamten Menschheit auf sich genommen. Er versöhnte uns mit seinem Vater. Darum danken wir ihm dafür, dass er, der Sohn Gottes, für uns am Kreuz gestorben ist. Danke, dass er auch dich aus dem Zustand der Gottesferne erlöst hat und dir alles vergeben hat. Danke für die Gotteskindschaft. Und nachdem ich Gott gedankt habe, möchte Jesus der Leiter deines Lebens sein. Jesus will die Führung in deinem Leben übernehmen. Was mache ich dann weiter, wenn ich mein Leben jetzt Jesus gegeben habe? Suche einmal den täglichen Kontakt durch Gebet, dass man also mit Gott weiter redet, man mit Jesus redet. Und dann ist es auch sehr wichtig, in der Bibel zu lesen, das ist Gottes Wort. Ich hatte jetzt eine Diskussion mit jemandem, einem anderen Christen, habe gemerkt, selbst Christen fangen schon an, manchmal zu zweifeln, ist das wirklich das Wort Gottes? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Ja, sie ist es. Es ist das Wort Gottes. Hier redet Gott zu uns. Auch wenn es Menschen aufgeschrieben haben, hat ja nicht Gott aufgeschrieben, sein Wort. Aber es ist uns offenbart worden und Menschen haben das aufgeschrieben. Aber es ist und es bleibt Gottes Wort. Gottes Wort an uns. Und hier an dieser Stelle spricht auch Gott durch sein Wort am ehesten zu uns und am genauesten. Klar, er redet auch durch seinen Geist zu uns, auch das tut er, aber letztendlich an erster Linie redet er durch sein Wort. Und was auch wichtig ist, nicht nur Kontakt mit Gott, sondern auch Kontakt mit anderen Christen. Denn wie wollen wir im Glauben wachsen? Darum ist es gut, wenn wir Kontakt haben mit anderen Christen. Triff dich mit anderen. Das hilft im Glauben zu wachsen. Um an Jesus zu glauben, bedarf es zunehmend Mut, auch in diesem Land. Warum? Weil auch dieses Land immer antichristlicher wird und antichristlichere Züge bekommt. Ich habe jetzt gelesen, dass zurzeit eine gewisse Eiszeit herrscht zwischen den Mitgliedern der Regierung und den Kirchen. Das hängt damit zusammen. Zum einen, keiner dieser Regierungsmitglieder ist irgendwie kirchlich engagiert zurzeit. Sie stehen zunehmend Kirche fremd gegenüber und den Anliegen auch der Kirche. Unser Land wird immer antichristlicher. Und Jesus, der wird dir die Kraft geben und er wird dir auch den Mut geben, zu ihm zu stehen, inmitten einer feindlichen Umwelt. Vor allem, was uns Jesus gibt, ist seine Liebe, die er uns schenkt, und seinen Frieden. Und was ist, wenn ich das nicht mache? Wenn ich einfach so weiter lebe, ohne Jesus im Herzen zu haben? Was ist, wenn ich meine Sünden nicht bekenne? Was passiert dann? Nun, dann gehen wir am Sinn dieses Lebens vorbei.
Irgendwann sterben wir. Alle Menschen müssen einmal sterben. Und danach stehen wir vor Gott und stehen vor seinem Thron. Ob wir nun an ihn glauben oder nicht, der Unglaube schützt uns vor Gottes Realität überhaupt nicht. Und er schützt uns auch nicht davor, dass er uns vor seinem Thron zieht und von uns Rechenschaft fordert. Wir können auch nicht ernsthaft sagen, ich glaube nicht an Gott, deswegen werde ich das nie erleben. Nein, einmal stehen wir vor Gott und geben Rechenschaft über unser Leben, ob wir nun glauben oder nicht. Unglaube bewahrt uns nicht. Und es erfolgt dann eine große Scheidung der Menschen. Es gibt kein allgemeines Wiedersehen im Himmel. Die Menschheit wird geteilt in die einen, die Jesus nachgefolgt sind, die sein Opfer angenommen haben, und die anderen, die es nicht getan haben. Mit dem Himmel gibt es auch keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Was wollen wir denn da noch entscheiden? Es gibt auch keine Vergebung mehr. Entscheiden müssen wir uns hier, auf dieser Erde. Hier, auf dieser Welt, treffen wir die Entscheidung. Und das Letzte, was ich heute sagen möchte, weißt du, mit Jesus im Herzen lässt sich Weihnachten ganz anders feiern. Ich weiß das. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich beides kenne. Ich kenne Weihnachtsfeiern ohne Jesus im Herzen und ich kenne ihn mit ihm. Wie wir es vorher schon gehört haben, Jesus Christus lebte vorher im Himmel. Dann kam er auf diese Welt, wurde geboren in der Krippe, das feiern wir hier jetzt zu Weihnachten, es ist egal, wann er nun wirklich geboren wurde, wahrscheinlich nicht am 25. Dezember, aber wann auch immer er ist geboren worden, er ist für uns gestorben, er ist auferstanden, er lebt, er ist erfahrbar, er ist zu seinem Vater gegangen und eines Tages wird er wiederkommen. Er kommt wieder und darauf warten wir. Und nun wünsche ich uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und hoffentlich ein friedliches und friedliche Tage. Friedevolles Weihnachtsfest. Gottes Segen uns allen. Amen.